wurden halt so lange gesperrt, bis sie das offizielle wieder benutzen. Ja gut, man kann sich darüber streiten, aber das ist. Hallöchen zu einer weiteren Folge Anthem. So, wir machen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich habe heute was, glaube ich. War das heute? Ja. Heute habe ich etwas gelesen, wo mich ein bisschen irritiert hat. Es geht um WhatsApp. Ja, ich habe gelesen, dass da dass die viele Accounts gesperrt haben. Was ist das? Doch kein nichts. Da ist irgendwas noch ein bisschen verpackt, ne? Weil normalerweise müsste ich hier in der Schmiede sein und dann. Okay, lassen wir das. Owen hat mir berichtet, was passiert ist. Sie haben ein Problem da draußen. Ein Dominion-lastiges Problem. Seine Leute haben ihn den Monitor genannt. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Und er war dort, um ein Gestalterrelikt zu suchen? Hat alles auseinandergenommen. Ihre Agentin wollte nicht nachgeben. Bis zum bitteren Ende hat sie. Also. Ich weiß. Es tut mir leid. Sie hat dieses Archiv hinterlassen. Ich lasse jeden Stein von meinen Leuten umdrehen. Das Dominion ist tatsächlich zurückgekehrt. In voller Stärke. Verdammt. Ich dachte, Spione werden mit allem Spielen fertig. Wir haben auch Achtung vor unseren Feinden. Leben unter der Herrschaft des Dominion ist eigentlich kein Leben. Und wenn sie Fort Tarsis ins Visier genommen haben... Na schön. Das Fort ist zwar nicht mein Lebenstraum, aber es ist mein Zuhause. Und ich komme prima ohne Diktatoren aus. Was können wir tun? Für den Moment bewahren Sie Geduld. Ich will nichts überstürzen, bevor ich nicht mehr Informationen habe. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen. Sentinel Bryn. Sie ist scharfsinnig, vertrauenswürdig... und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wieso gehen Sie ihr nicht zur Hand, während ich Infos zum Dominion einhole? Ich melde mich. Sentinel Rissa Bryn, Vorkommandantur. Sentinel, was können wir für Sie tun? Nun, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Kommen Sie und suchen Sie mich an meinem Schreibtisch auf. Und neben meinen Pflanzen. Pflanzen? Genau. Also, gut. Wir sehen uns. Okay, alles klar. Ich habe irgendwie so Mikroguckler, keine Ahnung. Freelancer, wie geht's? Hier ist Matthias Sumner. Übrigens, ich habe endlich das Chaos in meinem Labor aufgeräumt und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bin da, wenn du reden willst. Freelancer, der Auftrag verlief gut, hoffe ich. Hier sind dann die tägliche Prüfungen und das ganze Zeug. Ja. Genau. Wegen WhatsApp, genau. Es wurden. Was war das? Millionen Nutzer gesperrt. Weil sie eine. Weil sie so eine gefälschte Version von WhatsApp haben. Beziehungsweise dieses WhatsApp Plus, dieses modifizierte WhatsApp. Ja. Wurden halt so lange gesperrt, bis sie das offizielle wieder benutzen. Ja gut, man kann sich darüber streiten, aber das ist. Dass sie erst jetzt darauf reagieren, das verwundert mich schon ein bisschen. Das verwundert mich schon ein bisschen. Neues Design. Ah, genau, Design. Das
wollte ich. Wollte ich ja heute auch nochmal machen. Du hast mich gerettet und bist der Grund, warum die Ska sich gerade nicht an meiner Leber laben. Verfluchte Ska. Ihre verstärkte Aktivität hat meine Forschungen empfindlich gestört. Woran genau arbeitest du? Ich suche nach einem verschollenen Arkanistentext, den man das Elysische Manuskript nennt. Er wurde von frühen Mitgliedern unseres Ordens verfasst und ist seit Generationen verschollen. Manche Arkanisten glauben, dass diese Schriften uns helfen könnten, das Verhalten von Gestalterinstrumenten vorherzusagen. Stell dir vor, wir würden wissen, ob ein Relikt Feuerstürme erzeugt oder Skorpedone oder einen in tausend Stücke zersplittern lässt. Wir könnten Leute beschützen. Wohl wahr. Jeder kleine Wissensfetzen, den wir finden, hilft. Machst du Fortschritte? Die heldenhafte Arbeit meiner Assistenten, mögen sie jenseits dieses Lebens weiterhin nach Antworten suchen, haben zu einer Entdeckung geführt. Wie sich zeigt, gab es einen sehr viel genialeren Weg, Wissen weiterzugeben. Unsichtbare Runen. Unsichtbare? Runen, ja. Wie kann ich... Aha, ich habe deine Neugier geweckt. Du musst dieses Abenteuer wohl einfach fortführen, um es herauszufinden. Unsere Forschung hat eine Stätte offenbart, die unsere Fragen beantworten könnte. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Okay. Tschüss. Hier komme ich raus. ja, das ist mein WhatsApp, das begreife ich irgendwie noch nicht ganz, warum die erst jetzt reagieren. Wenn es ja gegen die AGBs verstößt und ja. Was ist eigentlich mit Facebook? Gibt es da eigentlich auch so eine modifizierte Version? Oder eher nicht? Irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel. Wenn ich jetzt hier Y halte, dann kann ich direkt hier starten. Normalerweise muss ich doch immer dahin laufen. Frage. Genau, wir gehen mal jetzt einmal rein. Mich den hier ist besser. Ah. Den hier soll man nehmen? Nehme ich den? Und nicht? Nehmen. Wieso nicht? Wenn ich den nehmen kann. Was? Nehme ich den. Warte mal, habe ich da noch zwei. Schauen wir mal, wie das. Waffen kann ich eigentlich. Ich habe die schönen Waffenteile. Na, ja, würde mich mal interessieren, ob das eine modifizierte Version von WhatsApp eigentlich, von Facebook eigentlich gibt. Wäre mal schön zu wissen. So hier.
Beispiel eigentlich? Schild. Na, ich habe nicht genügend Teile. Und den weg, den weg, den weg, den weg. Warte mal, jetzt habe ich doch wieder genügend, oder? Ah, 13. Oh. Gegen zwei Stück. 9, 13. Jetzt macht das langsam Spaß. Ah, oh, hier werde ich Helm und so bearbeiten. Lass ich den normalen. Dann passen aus. Nehme ich den? Beine. Nehme ich den? Aber es soll immer sauber sein, aus Adjavelin ist ein Muss. Bewegungen, ja, muss ich halt kaufen. Jetzt nicht so los. Schön glänzt. So. Hier die Farbe. Ich noch. Ach. Rot-Schwarz. Noch rot. Oh, ein Team. Geil. Geil, ich kann einen Team machen. Glaub, warte mal. Julian.
Okay, dann müssen wir noch ein bisschen sparen. Aus. So. Genau, das war das eine. Megan WhatsApp. Genau, schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Ja. Würde mich interessieren, wie ihr dazu denkt. Man kann jetzt aber hier rein. Hier. Bei der Open Beta noch nicht. Erstmal zu dem. Drückt man. Ah, mein neuer Freund. Du hast bei meiner Geschichte über Freimark gut zugehört, hm? So habe ich sie noch nie gehört. Ich war schon lange im Ruhestand. Es war nicht meine Schlacht. Aber gute Freunde haben mir davon erzählt. Ich war lange Jahre Freelancer. Weißt du, was Freelancer tun? Wir kümmern uns um die Dinge hinter der Mauer, um Probleme. Wir helfen Menschen. Stimmt, aber nicht nur das. Wir entdecken, wir bekämpfen das Chaos, wir retten Leben, verstehst du? Ja, ich verstehe. Die Leute zählten auf uns. Und in dieser Welt bedeutet das viel. Aber all das ist verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr. Es sind schwere Zeiten. Doch genug Gejammer. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst ein paar Arkanisten beschützen, die seismische Tests durchführen, okay? Seismische Tests? Ja, um herauszufinden, ob Fort Tarsis ein gutes Fundament hat. Wir wollen nicht, dass es wie letztes Mal in ein Loch fällt. Was? Aber diese Tests locken Tiere an. Die Sorte mit Zähnen, verstehst du? Du beschützt eine Seite des Forts und Freelancer Wraith kümmert sich um die andere, verstanden? Das tue ich. Gut. Jetzt geh, ich hab Hunger. Noch kein Frühstück gehabt. Dann verhungern doch. Unglaublich. So, gibt's hier noch irgendwie... Ah, da hinten ist noch... Ist aber nicht meiner. Gut. Ja, und dann am anderen Thema, wegen Wikipedia. Dazu kommen wir dann... ja, okay. Dazu kommen wir dann... ...bei einem anderen Teil. Also so grob. Ja, zum größten Teil kenne ich eigentlich die ganze Geschichte von hier. Deswegen überfliege ich hier halt Teile. Ja. Hi, Freelancer. Oh, Mann. Hallo. Sentinel, schön, Sie wiederzusehen. Oder? Oder nicht? Ich habe nicht viel mit Freelancern zu tun. Okay. Oder irgendwem, der kein Sentinel ist. Hoffentlich bereuen Sie die Bekanntschaft mit einem von uns nicht. Das hoffe ich auch. Okay, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, naja, diskret. Eigentlich habe ich keine Erlaubnis von meinem Vorgesetzten, Sie anzuheuern. Aber bei einer Arkanistenbasis in der Nähe gibt es ungewöhnlich hohe Ska-Aktivität. Was es auch ist, wenn die Ska es in die Klauen bekommen, könnte es zur Gefahr werden. Richtig. Ich sehe mir das für Sie an. Gut. Also gut, dass Sie helfen, Freelancer. Ja, kein Problem. Gut. Machen wir das. Nehmen wir auch noch mit. Okay. Dann drücke ich da mal. Okay, das ist das gleiche, gut. Genau. Heute gehen wir mal nicht raus. Fliegen mal nicht raus. Ja.
Also es ist halt ja auch immer viel zu tun wegen diesem ganzen Scheiß. Bis die Fachsequenzen vorbei sind, das ganze Zeug. Dauert halt. Und das ist noch bedeckt. Weil jetzt später sieht man die Wand. Hallo, du bist ein Freelancer, nicht wahr? Ich habe gewisse Dinge über dich gehört. Was für Dinge? Einige der Arkanisten sagten, du hättest einen Cataclysm aufgehalten. Oder einen riesigen Ursix. Oder beides? Das war ich, ja. Irgendwie war es beides. Interessant. Dich sollte man im Auge behalten. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber sei dir bewusst, dass bald viele Blicke auf dir ruhen werden. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass jetzt die Zeit ist, um zu zeigen, zu was du imstande bist. Ich will einfach alles haben. Wenn du einen Auftrag für mich hast, immer her damit. Es geht nicht um einen Auftrag im eigentlichen Sinne. Hast du je von dem Pfad zum Ruhm gehört? Das ist so eine Art Rangordnung von Lancern, richtig? Er ist mehr als das. Es gibt gewisse Belohnungen für diejenigen, die diesen Pfad beschreiten. Belohnung, die wer genau gewährt? Der Imperator. Beschreite diesen Pfad, Freelancer. Was du tust, wird von Bedeutung sein. Das verspreche ich. Okay. Genau. Wie gesagt, wegen Big Peter, das machen wir dann gleich dann nochmal in den Folge 2 von Satisfactory. Ja. Also, checkt aus. Schaut vorbei. Sieht das hier entzündet aus? Ich will jetzt gar nicht sehen, ob es entzündet ist. Jetzt gar nicht sehen. Ja, irgendwie habe ich so einen Mikroruckler. Muss mal schauen wegen den Einstellungen. Gut. Nächsten Folge. Wir haben jetzt eine 3 Missionen angenommen. Kann ich euch mal schnell zeigen. So, bin ich am Wechseln. 1, 2 und 1. Genau. Da gehen wir dann nächsten Folge hin. Seid gespannt.